Ich habe mit der Idee angefangen, dass ich halt eigentlich einen Sekretär bauen wollte, weil ich so ein wenig mich, also mir die Herausforderung stellen wollte, das Alte ein bisschen mit dem Modernen zu kombinieren. Und während der Entwicklung haben wir dann die ganze Idee ein bisschen auseinandergenommen und ich wollte mir schon die Herausforderung stellen, wie jetzt hier auch, diese Rundungen zu kreieren. Und im Endeffekt haben wir quasi diesen typischen Aufsatz, den so ein Sekretär hier oben hat, komplett weggenommen und uns entschieden, die Oberfläche aus einzelnen Leisten zu machen, die einfach auf den Stoff drauf geleimt sind. Und das Ganze um ein Untergestell drumherum zu spannen. Und ich selber wollte mir halt noch die Herausforderung stellen, mein Möbelstück so gut es geht aus Vollholz zu bauen und habe dahingehend dann immer wieder probiert, mir eine Unterkonstruktion aus Vollholz zu erarbeiten. Man hätte halt auch einfach MDF nehmen können. Ich habe dann im Endeffekt einzelne dünne Leisten zusammengeleimt, zu quasi Ring, habe diese aufeinander geleimt und dann an der Fräse halt ausgefräst. Demnach habe ich mir halt eine eigene Schichtplatte erstellt und habe daraus meine Unterringe halt gemacht. Und das Ganze auf zwei Stege mit einer Überblattung dann verleimt, dass ich quasi einmal so ein Skelett hatte. Und dann ging es an die Schwierigkeit, diesen Leistenteppich quasi zu gestalten. Wir haben einmal einen kompletten Probedurchlauf gemacht in der Firma. Das hatte dann funktioniert. Im Endeffekt beim Bauen trat dann die Problematik auf, dass sich das Holz, was wir bei der Probe genommen haben, anders verhalten hat als jetzt der europäische Nussbaum, den ich im Endeffekt verwendet habe. Demnach hat es dann halt nicht mehr gepasst, dass alles nochmal komplett neu gemacht werden musste. Jetzt im Endeffekt hat es dann halt Gott sei Dank funktioniert. Da musste man ein bisschen regulieren, was den Leim angeht, den Druck oder die Hitze an der Presse. Ja, dann haben wir hier an der Seite einen Schubkasten, der auf Tip-On funktioniert. Für Tip-On habe ich mich entschieden, um das Ganze zu verstecken im Möbelstück, damit es halt einfach optisch von außen ein einheitliches Bild ist und relativ ruhig wirkt, weil das Hauptaugenmerk eigentlich hier vorne auf der Rundung liegen soll, wo sich die Leisten öffnen. Ja, im Schubkasten selbst habe ich auch versucht, ein bisschen filigraner zu arbeiten. Hier vorne ist eine Klappe drin, die halt noch auf Nut gefräst, auf Falz gefräst ist, damit das Ganze auch schön schließt und von hier aus nicht so massiv aussieht. Das Aufdeck selber habe ich auch nochmal drumherum gefräst. Zum einen wirkt es halt dann von der Seite optisch ein bisschen dünner, das Material, und diese Luft brauche ich halt auch dann noch für den Tip-On. Genau, das Ganze kann man dann rausnehmen. Und hier sieht man halt nochmal diese drei Schichten von diesem dünnen Holzring. Ja, dann das Gestell, das habe ich selber entworfen und anfertigen lassen. Das haben wir dann selber lackiert in der Firma. Und da ist noch die Besonderheit, dass ich darauf geachtet habe, es nicht einfach nur unten drunter zu schrauben, sondern die Flanschen, wo das Gestell jetzt hier reingesetzt ist und mit einer Mutter befestigt ist, sind nochmal im Untergestell halt eingelassen. Und demnach gucken die Flanschen dann durch den Teppich durch und man kann das Gestell halt einfach dann auf dieses, also man kann dann den Korpus auf dieses Gestell draufstellen. Ja, also im Endeffekt kann man zu dem Stück sagen, wenn man irgendwann keine Lust mehr hat auf diese Nussbaumoberfläche, hätte man demnach, dadurch, dass man es halt einfach abheben kann und die Schrauben innen lösen kann, noch die Möglichkeit zu sagen, ich ändere jetzt komplett die Oberfläche und gehe auf ein anderes Material oder ein anderes Holz, und man ist demnach halt ein Stück weit flexibel damit.